Als Architekt denkt man nicht nur in dem Raum, sondern es geht weiter ins Detail, bis zum Türgriff, bis zur Steckdose. Und die Teppichfliesen, wie sie die ganzen Jahre lang waren, ein 50x50-Format wie eine Gehwegplatte, das war natürlich nicht interessant für uns. Wir haben gesagt, als erstes müssen wir überhaupt dem Boden eine neue Identität geben. Das Besondere an unserer Kollektion Scale Living ist, dass man seinen Boden individuell gestalten kann, sehr flexibel mit der Oberfläche arbeiten kann, sein eigenes Bild kreiert. Wir denken natürlich in Konzepten, in Räumen und bei einem Teppich haben wir natürlich verschiedene Anforderungen. Die besondere Materialität gerade in diesem Programm ist, dass wir weiche und harte Oberflächen kombinieren können, dass sie Leder nicht nur spüren, und erfassen können, sondern auch riechen können. Dass sie Metall sehen und fühlen, auch die Kühle dieses Metalls dann natürlich erspüren und wenn sie drüber laufen, entsprechende Geräusche entwickeln. Wir haben neue Formen gemacht, die kann man ineinander kombinieren. Wenn man nur Materialien oder Farben verändert, hat man tausende Möglichkeiten, seinen eigenen Teppich zu gestalten. Floor Sculptures sind im Grunde das, was am Ende herauskommt. Bei diesem Gecko-Teppich, dieses neue Verfahren, muss man kein Handwerker oder kein Architekt sein, sondern man legt einfach das auf den Boden. Man kann es wieder abziehen, man kann es umtauschen. Wenn einem ein Bild nicht gefällt, kann man die Fliesen von links nach rechts tauschen und das so lange machen, bis man das Bild hat, was man sich wünscht. Um zu verhindern, dass die Fliesen rutschen und das Bild komplett bleibt, brauchen wir eine Haftkraft. Es entsteht Vakuum, wenn man zwei Flächen, die glatt sind, aufeinander bringt, so wie mit den Händen. Wenn man das auseinanderzieht, merkt man genau, dass ein Vakuum stattgefunden hat. Und das haben wir uns patentieren lassen, eine eigene Entwicklung. Wir haben ein Vakuumprinzip, sodass die Fliesen perfekt auf dem Boden halten. Der Hardy ist ein Mensch, der einfach Konventionen negiert. Der sucht neue Wege und weiß sehr genau, dass man Grenzen überschreiten muss, um auch neue Wege zu finden. Und das passt auch sehr gut zu meiner eigenen Einstellung zur Verarbeitung und Vermarktung von Produkten. Die Chemie stimmt zwischen unseren beiden Häusern und Vorwerk ist, sag ich mal, auch bereit, alle Innovationen mitzugehen. Die eigene Wohnung wird zur Spielwiese. Man kann jeden Tag seinen Raum neu gestalten. Ob man das macht, ist die zweite Frage, aber die Möglichkeit dazu ist da. Und sicherlich ist gerade, und das spürt man ja bei der Gestaltung von Innenräumen öfter, wenn Frühling, Herbst, Winter auf uns zukommt, dann möchte man den Raum verändern. Gerade mit diesen Bodengestaltungen ist das natürlich perfekt umsetzbar. Man muss vielleicht einen guten Geschmack haben, aber es funktioniert auch, wenn man keinen guten Geschmack hat. Durch diese Zufallszusammenstellung entsteht immer wieder ein attraktives Bild. Und das ist das Gute. Also Sie können eigentlich quasi nichts falsch machen. Einfach mutig drauf los. Alles, was Sie legen, hat seine Berechtigung.